Geschieht euch recht, ihr Mistkerle! Geschieht euch recht! Erstmal kurz säubern. Na, verdammt! Haben wir es gesäubert? Haben wir gesäubert. Gesäubert, Junge. Hola, amigo. Alles klar soweit? Si, si. Heute ist ein guter Tag. Eure Beerdigung, ihr Penner! Teufel, die Teufel, ihre Feinde sind flink. Geltende! Gestern musste ich noch bei den Hunden aufgeben. Heute die Zombies richtig hungrig. Töten jetzt. Klingt fast, als würdest du sie bewundern. Sie haben auch gefunden, oder? Sie haben mich gerettet. Verdammt! Nicht lange gefangen. Zu Hause bin ich Professor der Anthropologie. Der amerikanische Traum hat mich hergelockt. Was machen diese Putas aus mir? Ich habe ihren Rasen gemäht und ihre Scheiße gekauft. Mein Diplom akzeptieren sie nicht. Zombies lassen sich nichts gefallen. Sie fressen einfach. Trotzdem sind sie kein Vorbild. Warum reden wir nicht an einem sicheren Ort? Nicht so schnell. Ich will dir von dem Fleisch ziehen. Ich will dir etwas zeigen. Nee, oder? Okay. Okay, dann... Fleischbrötchen. Das meine ich halt wieder. Das ist schon wieder so eine Aufgabe. Boah, wie viele tote Zombies hier liegen, ey. Da ist einer. Römisches Licht! Das ist schon wieder so eine Aufgabe. Nee, bitte nicht. Ja, ich keine Lust drauf eigentlich. Nee, hab ich auch keine Lust drauf. Nee. Echt jetzt nicht. Schauen wir die jetzt hier auch nochmal an. Wenn die auch doof ist, dann gehen wir Hauptmission machen. Wie gesagt, wenn ein Dingens kommt, Psycho-Mission, die mache ich gerne, die sind auch immer lustig und interessant. Das kann man auch nicht stapeln, oder? Ne, kann man nicht mal stapeln, ne? Oben muss ich. Oben, wow! Chica, chica! Aber wie komme ich da hoch? Da links einfach die Treppe vielleicht. Ah, cool. Das ist eine Überlegung wert, ja. Nee, hör mal auf, bitte. Wirklich. Weg damit. Nein. Oh mein Gott. Alter, du sollst mit der reden. Wieso nur? Oh, halt, vielleicht liegt es an all dem rohen Fleisch, das du anhast. Schätzchen, mach doch kein Drama. Aber vielleicht hast du recht. Du gehst doch mit mir shoppen, oder? Oh Gott. Oh Gott. Ist hier Lady Gaga, oder was? Shoppen? Jetzt? Also dafür ist jetzt nicht die Zeit. Die Zeit ist perfekt. Geh voran, Lakai, geh voran! Was?
Drei Läden? Alter. Worauf lasse ich mich hier eigentlich gerade ein? Nee, hör mir auf, sieht das geil. Kommt die Alte? Auf jeden Fall, ja, sieht geil aus. Ich renne jetzt einfach durch. Die mache ich platt. Ich hoffe, sie überlebt das. Hör mir auf, was gibt's denn hier? Geh weg. Stück Scheiße. Wunderbar. Musste meine Agentin, obwohl ich zerfetzt wäre, hätte das hier geliebt. Afro-Perücke, nö, hör mir auf. Ey, warum trittst du den weg, ey? Den habe ich gerade aufgestellt. Schade, Mann, warum kann ich mir denn selber nicht die Perücke aufsetzen? Das wäre ja auch mal geil. Aua. Ich renne einfach nur wieder durch. Irgendwie schafft ihr das schon. Nimm doch mal den Softdrink, ey. Bis ich den mal aufhebe, oder Nick ihn besser mal gesagt aufhebt, habe ich schon wieder viel mehr Lebensenergie verloren als gewonnen am Ende. Ja komm, das schaffst du schon irgendwie. Irgendwie hast du einen ganzen Schrank in deine Tasche gepackt. Bis auf ein paar Schuhe. Ein paar weise Worte für dich. Ich such dir einen guten Anwalt. Was für ein Stück Dreck. Schlaf mit deinem Agenten und trage stets gute Schuhe. Lu. Alter. Jetzt bei einem Zombie-Ausbruch. Weise Worte, ja? Meine Worte, Schätzchen. Aus meiner mühelos schön. Oh ja, Schuhe. Ja, wir brauchen Schuhe. Los, komm. Konnte der nicht sein Maul halten? Schuhe kaufen? Kein Problem. Okay. Schuhe kaufen! Woo! Geil, Mann! Wollt ihr Ärger? Wo ist denn der Eingang? Ah, hier. Geschlossen? Nicht für mich. Keine Tür steht mir im Weg. Wow, okay. Oh, wäre super, wenn ich hier auch neue Schuhe finden würde. Oh ja, Mann. Häschen schlappen, das wäre doch geil.
Auf jeden Fall, ja. Alter, was mach ich gerade mit ist Nick, nicht gut. Es tut mir so leid, Nick. Es tut mir so leid. Das sieht doch viel besser aus, oder? Ach du Scheiße! Ich schätze, die Vegetarier der Welt werden das eher mögen. Das ist... Okay. Versuch nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Schätzchen, für Aufmerksamkeit lebe ich. Komm mit, die Stadt wartet. Haben wir es jetzt geschafft? Yes. Du hast es echt drauf. Ja. Ich weiß. So kennt man mich halt, weißt du? Was haben wir denn noch? Na gut, Leute. Kann man da durch? Ne, ich muss den ganz normalen Weg rausnehmen, ne? Das sieht doch geil aus, oder? Sieht Nick nicht sexy aus? What? Warum ist der denn jetzt umgeklatscht? Fuck, fuck, fuck. Hier geht's raus, hier geht's raus. Das Auto funktioniert, das Auto funktioniert! Ich bin beschäftigt, Leute! Ja. Geh doch mal weg jetzt hier. So. Sieht der nicht geil aus? Sieht der nicht geil aus? Oh mein Gott. Immer zu haben hier, der Nick, für irgendwelche Striptease. Auftritt oder sowas. Verdammt nochmal! Lasst los! Dem Kollegen helfen wir natürlich gerne mal. Jetzt hier Fleischbröckchen ohne Ende, willst du mich verarschen? Toll, ey, das bringt nichts, irgendwie nur die Oberkörper zu zerstören. Ich meine, den Oberkörper vom Unterkörper zu trennen, wenn die hier die ganze Zeit noch sich bewegen.